Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und oh, ich kriege jetzt echt schon wieder Schiss. Ich komme gerade von einer etwas umfangreicheren Empire Earth Session. Und oh mein Gott, hier läuft wieder die geile Mucke im Hintergrund. Erstmal wieder umgewöhnen, okay. Ich glaube, wir waren dabei beim letzten Mal hier unsere Kreuztür noch zu erkunden. Genau, weil das ist jetzt das Einzige, was wir hier noch machen können. Ja. Alles klar, wir waren beim letzten Mal im Keller, haben den abgeschlossen. Und, genau, wir haben jetzt hier unseren Kreuzschlüssel dabei, haben eine Munition, die kann ich mal nachladen. Und ansonsten passt das erstmal gut. Wir sind wieder im Polizeirevier, Gott sei Dank. Und erkunden jetzt hier die letzten Türen. Alles klar, Kreuzschlüssel benutzt. Leon, was haben wir hier? So. Oh. Okay. Nichts Hilfreiches. Was ist das für ein Raum? Eine Zeitung über eine Woche alt. Ein Fernseher da oben. Ein 90er Fernseher. Gut. Haben wir hier irgendwas drin? Irgendwie? Ah, ein Farbband auf jeden Fall. Ich bin gleich wieder voll. Irgendwie ist mir dieser Raum gar nicht mehr in Erinnerung. Diesen Schrank ist nichts. Diesen Schrank ist nichts. Da ist aber was drin. Ha! Schrotmodi. Sehr schön. In dem Schrank ist nichts und da ist auch nichts. Okay. Fixe Kameraperspektive. Nichts Hilfreiches. Okay. Alles klar. Kommt jetzt hier wieder irgendwas irgendwo rausgesprungen oder... Ich weiß ja nicht. Das ist auf jeden Fall... Ein Zombie. Oder eine Leiche. Oh Gott. Okay. Das ist doch ein... Kehle und Magen sind herausgerissen. Schaut mal, was da liegt. Ach du Scheiße. Die Magnum. Oh mein Gott. Einfach mal so hier auf dem Schrank liegt die rum. Die Magnum. Die stärkste Waffe des Spiels. Oh mein Gott. Okay, cool. Einfach mal so. Alles klar. Oh, das Tagebuch des Wächters. Das hatten wir im ersten Teil auch. Okay. 11. August. Zum ersten Mal seit elend langer Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufheitern. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben an der Turmuhr meine Pflicht vernachlässigt hätte. Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es schien den Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Turmuhr war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigt habe. Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt untersagt worden? Ja, da waren wir auch schon mal vor. Kam auch nicht weiter. Ah, das ist schon ein Monat, okay. 5. September. Ich habe vor kurzem mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Okay, Schach zu begeistern. Er hat sogar ein ganz spezielles Schloss entworfen mit Schachfiguren und Schlüssel. Für eine der Türen im Klärwerk. Ja, die haben wir schon gefunden. Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine Runde Schach zu spielen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Art, wie er sich dauernd überall kratzt. Hat er eine Hautkrankheit oder ist er einfach nur unhöflich? Ich glaube, das ist was anderes. 9. September. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir je hätte träumen lassen. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir wirklich eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Sein Appetit ist so etwa das Einzige, was so ungefähr an seine Schachkünste herankommt. Ach, mein Wunder. Das ganze Spiel über hat der Kerl von nichts anderes geredet als vom Essen. Er hörte sich ganz gesund an, aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob er nicht wirklich krank ist. Oh Mann, der arme Typ. 12. September. Ich wollte eigentlich noch ein Schachröntchen gegen Thomas spielen, aber wir mussten es abblasen, weil es ihm gar nicht mehr gut ging. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen, aber ich habe ihm gesagt, er solle sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen,
Denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Ja, er behauptete steif und fest, es gehe ihm gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Ein bisschen schöner umschrieben als beim ersten Teil. Aber das war dann quasi dieser Herr hier. Okay, alles klar, gibt's hier noch irgendwas? Der steht bestimmt gleich auf. Also ich will hier gar nicht drinne sein, um ehrlich zu sein, ey. Mann, Mann, Mann. Hast du denn irgendwas für uns? Nee, okay. Kehle und Magen wurden... Ach, Magen wurde herausgerissen. Kein Wunder, dass der nicht mehr lebt hier. Okay, das heißt, aus diesem Raum hier haben wir tatsächlich die Magnum. Das ist das wichtigste Item hier bekommen. Die stärkste Waffe des ganzen Spiels, oh mein Gott. So, vorbereiten. Nee, okay. Boah, ich habe hier immer Schiss, wenn ich hier bin. Immer, Freunde. Ich weiß nicht warum. Könnte sein, dass da schon mal was rausgesprungen kam. So, jetzt sind wir wieder hier in dem Büro. Genau, einmal rechts und dann nochmal rechts. Aber ich würde gerne erstmal zur Kiste. Genau, mit dem verdeckten Ventilator da oben. So, ich würde ganz gerne lieber erstmal nochmal zur Kiste. Und da mal die ein oder andere Sache ablegen. Die war ja direkt hier vorne, oder war das die Haupthalle? Das müsste eigentlich die Kiste sein. Nee, es ist doch die Haupthalle. Ah, gut, dann gehe ich zur anderen Kiste. Ist ja alles erreichbar hier. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Resident Evil 2. Wie wir jetzt hier weiter das Polizeirevier unsicher machen. So, ich hatte gerade eben eine Hitzewallung. Jetzt wird mir langsam ein bisschen kalt wieder. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber es ist halt so. So, die Magnum, die kann raus. Die brauchen wir definitiv nicht. Den Schlüssel, den legen wir gleich ab. Und eine Heilung haben wir. Das passt soweit. Ja, Freunde, die Magnum, die werde ich nur für Bosse benutzen. Weil, wie im ersten Teil sollte man sich die Muni davon echt aufsparen, finde ich. Also, nicht damit jetzt sinnlos hier Zombies schießen, das macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Jo, da ist klar. Ja, ich nehme das Ganze hier an einem Sonntagabend auf, Freunde. Am Tag der Bundestagswahl. Ich hoffe, dass ihr gewählt habt, wenn ihr ein bisschen politisch interessiert seid. Es ist sehr wichtig. Genau, ich habe schon gewählt und ja, bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich hatte heute so das ein oder andere, ja, die ein oder andere Blockade dahin zu gehen, weil da irgendwie alles gesperrt war und so. Aber irgendwie ist man dann doch reingekommen. Und, war einfach wichtig. So, jetzt waren wir ja hier. Kommt jetzt hier irgendwas rausgesprungen? Nein. Hier! Die letzte neue Tür. Kreuzschlüssel benutzt. Schmeiß weg, Leon. Oh, stylische Tür hier mit grün. Oh Gott, die letzte Tür. Oh. Bestimmt ein Licker rausgesprungen, ey. Mucke, ey. Hier gibt's gar nichts. Oh, schaut mal da hinten. Ich befürchte, dass hier was... Ich weiß es nicht, aber... Leon, rüste die mal aus. Ich weiß es halt nicht. Oh, was ist das denn? Noch ein Film? Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Auf jeden Fall hier, schaut mal. Das Bild eines Mannes auf einem Wagen. Da ist etwas auf dem Rad. Erleuchtet Dame, König, Bube. Und der Wagen drückt auf die Tube. Okay. Dame, König, Bube. Alles klar, das ist ein Rätsel scheinbar hier. Stühle, alles. Sieht aus wie beim Wrestling. Tische, Stühle, fehlen nur noch die Leitern.
So, Dame, König, Bube. Völlig verwüstet. Was ist denn das hier alles? Ach, wartet mal. Die Zahl 11 ist hier eingeritzt. Die Zahl 12 und die Zahl 13 sind hier eingeritzt. Ja, Freunde. Kann man hier das Feuerzeug benutzen? Weiß ich gerade gar nicht. 11, 12, 13. Dame, König, Bube. Erinnert euch an die Spielkarten. Das ist ja das bekannte Motiv hier, ne? Die Spielkarten. Und die 11, wenn ihr euch das mal vorstellt, ist ja der Bube, ne? Die 12 der Dame, die 13 der König. Das heißt, wir müssen hier... Ah, wartet mal. Ich glaube, wir müssen das Feuerzeug hier vorne benutzen. Sie können hier ein Feuer anzünden. Genau. Leon, damit nutzt das Feuerzeug. Jetzt brennt es. So. Dame, König, Bube. Das heißt, Dame ist die 12. Mach das mal an. König. Und dann der Bube da hinten. Dreimal hintereinander die Flamme hier anzünden. So, und drückst du jetzt auf die Tube? Tatsache, es fällt raus. So. Und? Können wir es jetzt nehmen? Wir können es nehmen, okay. Schaut mal, das goldene Zahnrad. Ha, ist das nicht geil? So, und jetzt? Nein, es kommt nichts. Okay. Ich hatte echt damit gerechnet, dass jetzt was kommt. Das ist halt Resident Evil 2, ne? Wenn man damit rechnet, dann kommt nichts. Und wenn man nicht damit rechnet, dann kommt was. Das ist immer so bescheuert. Gut, wir haben ein goldenes Zahnrad bekommen, Freunde. Tatsächlich für da oben. Ja, ist so. Für da oben in dem, auf dem Dachboden. Falls ihr euch erinnert, in der vorletzten Folge. Ganz oben, oberhalb von der Bibliothek. Da war ja dieser Raum, wo wir die Kurbel benutzt haben. Und da können wir jetzt wieder hin. Ist klar, wieder in unserer wunderschönen Haupthalle hier. In unserer stylischen Haupthalle. Echt gut. Und ja. Leiter raufklettern. Vielen, vielen Dank auch an alle, die hier zuschauen. Das ist wirklich super. Also ohne euch wäre das wirklich nur halb so. Licker! Warum ist hier jetzt Licker, Mann? Scheiße. Oh. Hallo? Licker. Licker in der Haupthalle. Was ist das denn? Boah, ey. Ja, wobei diese Licker, das hat der gute Saphir-Sterndrache geschrieben. Diese Licker sind eigentlich weiterentwickelte Zombies. Na? Das finde ich... What? Was? Ah, ich wusste es. Ich wusste es, dass da irgendwann was reinkommt. Aber cool gemacht. Oh, Leon, ey. Oh, er guckt schon so komisch. Ich wusste es, dass da irgendwann was reinkommt. Aber zum Glück waren wir da nicht da. Als da was reingekommen ist. Oh, Mann. Boah, Leon, ey. Krasser Typ. So, dritte Etage. Beziehungsweise viertes OG war das ja. Wir sind ja jetzt im dritten OG. Genau, und dann geht's ja nochmal hoch, ne? Auf ganz nach oben. Ja, es war so klar, ne, dass da irgendwann Zombies reinkommen. Wie gesagt, zum Glück war das kein Schreckeffekt. Sondern einfach nur eine coole Cutscene. Ganz genau hier, Freunde. Ich glaube, ihr erinnert euch. Hier war ja die Geschichte mit dem Zahnrad. Genau da vorne. Ist ja alles beweglich, ne, hier. So, ihr seht das ja, ne, da ist, fehlt was. Sieht aus wie ein Schalter. Wollen Sie benutzen? Ja.
passiert nichts. Aber wir haben ja jetzt dieses schicke, schicke, schicke goldene Zahnrad. Benutzt es, Leon. Eingesetzt, passt wie angegossen. Und dann drückt ihn nochmal. So. Da setzt sich was in Gang. Okay. Das Getriebe für die Uhr. Die Räder sind sauber. Okay, was ist das hier? Der vierte und letzte Schachstecker. Springerstecker mitgenommen. Eine alte Schuttrutsche. Wollen Sie runterrutschen? Was? Ja, mach mal. Keine Ahnung. Was ist das? Bäh. Um Himmels Willen. Wo kommt man denn da raus, verdammt nochmal? Ich glaube nämlich tatsächlich... Ja. Tatsächlich... Get away! Ach du Scheiße. Oh, ist das widerlich, ey. Ach du Scheiße. Ja, Freunde, habe ich nicht gesagt, dass Ben das nicht überleben wird. Es ist tatsächlich so, ach du Scheiße. Oh Gott. So, wir sind tatsächlich jetzt wieder im Keller. Das heißt, das Revier, da kommen wir jetzt nie wieder hin. Tatsächlich. Das Revier ist jetzt abgeschlossen. Wir müssen zu Ben, Freunde. Wir müssen unbedingt zu Ben. Ja. Ben, was ist da mit dir passiert? Das sah echt widerlich aus. Oh mein Gott. Ich meine, er war ein nerviger Kerl. Also was wünscht man eigentlich keinem, aber... Oh, das ist ja extrem widerlich. So. Ben! Cutscene. Can you still hear me? Come on, answer. Damn. I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest. It's burning. What's wrong? Was zur Hölle, ey? Oh. Good God, what was that? Ach du Scheiße, Freunde. Ich glaube, das war die Szene, die zur Indizierung dieses Spiels hier in Deutschland geführt hat. Diese Szene gerade. Auch wenn es nur Blutpixel waren, aber die war schon echt heftig. Ja, dieses monströse Vieh läuft hier rum und ja, ist wie ein Parasit, der sich in deinen Körper reinfrisst. Oh mein Gott, armer Ben, echt. Aber der Brief an den Polizeichef, ja, wie wir schon vermutet hatten, ne? Der Polizeichef steckt hier irgendwie mit drin. Gut, lesen wir mal. An Brian Irons, Chef der Polizei von Raccoon City. Wir haben das Forschungslabor in der Villa verloren. Erster Teil. Der Grund waren die Aktivitäten eines abtrünnigen Mitarbeiters namens Albert Wesker. Glücklicherweise wird seine Einmischung keine dauerhaften Folgen für unsere weiterhin laufende Virenforschung haben. Unsere einzige Sorge derzeit ist die Anwesenheit der verbliebenen Angehörigen von Stars. Redfield, Valentine, Burton, Chambers und Vickers.
Bevor die Beweise, die das STARS-Team über unsere Forschungstätigkeit gesammelt hat, publik gemacht werden, entlegen sie sich besser dieser Mitarbeiter, und zwar auf eine Weise, die für jeden kritischen Beobachter nur nach einem Unfall aussehen kann. Ich sag nur, sieht aus, als hätte es vor kurzem einen Unfall gegeben. Sprechlinie von der dritten Folge oder so. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Fortschritte und sorgen Sie dafür, dass Ihr Wissen nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Annette ist weiterhin Ihre Kontaktperson im Laufe dieser ganzen Affäre. William Birkin. Ich habe vereinbarungsgemäß den Betrag von $10,000 auf Ihr Konto überweisen lassen, als Gegenleistung für Ihre Dienste diesen Monat. Das erklärt also, woher er sich die Bilder leisten kann. Gut, da wäre dann die Frage der Sekretärin beantwortet. Die Entwicklung des G-Virus, der unseren T-Virus ersetzen soll, steht kurz vor dem Abschluss. Wenn er fertig ist, werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Aufsichtsrat von Umbrella berufen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt mit äußerster Behutsamkeit weiter vorgehen. Redfield und die anderen Angehörigen von STARS versuchen ja immer noch, weitere Informationen über das Projekt in Erfahrung zu bringen. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Aktivitäten und vereiteln Sie auf jeden Fall alle Versuche, die unterirdischen Forschungsanlagen zu untersuchen. William Birkin. Okay, dieser Birkin ist scheinbar ein hohes Tier da. Wir haben ein Problem. Ich habe Informationen bekommen, die beweisen, dass Umbrella Spione ausgeschickt hat, die meine Forschungsergebnisse über den G-Virus stehlen sollen. Ich weiß nicht genau, wie viele Agenten jetzt darauf angesetzt worden sind, aber sie dürfen das Projekt auf keinen Fall in die Finger bekommen. Es stellt schließlich mein ganzes Lebenswerk dar. Durchsuchen Sie die Stadt sorgfältig nach verdächtigen Personen, nehmen Sie sie im Zweifelsfall sofort fest und geben Sie mir durch Annette Bescheid. Durch diese Vorkehrungen sollten wir die Gefahr in den Griff bekommen. Ich werde niemanden gestatten, meine Arbeit über den G-Virus zu stehlen. Nicht einmal Umbrella. William Birkin. Okay. G-Virus. William Birkin scheint ein ziemlich hohes Tier bei Umbrella zu sein. Und der hat mit dem Polizeichef zusammengearbeitet. Jetzt kommt es ans Licht. Alles klar. Ada? Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Jetzt haut sie schon wieder ab. Och, Leon. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Ach, Leon, ey. Ey, da haut immer vor dir ab. Das ist... Kannst einem schon echt leid tun. Okay, ja, Freunde, William Birkin, also ich meine, der Typ scheint ja ein ziemlicher Boss hier zu sein. Und wir sollen jetzt zum Back auf den Parkplatz, also hinter den Parkplatz. Da frage ich mich jetzt gerade, wo der Parkplatz nochmal war. Hier hinter mir rein? Ja, tatsächlich. Okay, hier hinter mir rein. Hinter dem Parkplatz also. Okay. Aber da frage ich mich jetzt gerade, wo überhaupt? Wenn ihr sagt, back of the parking lot. War das dann hier? Wo geht es jetzt nochmal weiter? War das hier? Ach, ja klar. Verdammt, ich bin falsch gelaufen. Fuck. Ich bin falsch gelaufen. Oh Mann. Nichts von wegen Back of the Parking Lot. Ich muss wieder in den Gullideckel da rein. Scheiße, weil wir haben jetzt hier den Schachstecker gefunden, den vierten. Ganz genau. Und da sehe ich gerade, dass die Folge schon wieder voll ist. Oh Mann. War das hier jetzt? Wartet mal. Genau, es war hier. Alles klar, Freunde. Dann würde ich mal sagen...
Ja, es wird interessant, es wird höchst spannend jetzt. Also es geht immer näher Richtung Umbrella. Forschungslabor, sozusagen. Oder? Ja, glaube schon. Und genau, wie Freunde, wie es denn hier unten jetzt wieder weitergeht, würde ich mal sagen. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.